steht hier in meinem Atelier, ich stehe natürlich auch hier. Was gibt's Neues aus dem Atelier? Heute möchte ich euch meine CD-Schneidemaschine vorstellen. Eine ehemalige Brotmaschine, ich habe sie umfunktioniert. Corona ist ja da grenzenlos, was man da an Ideen so über einen herkommen. Ihr seht diesen kleinen Wurstblock, ist eine CD-Block natürlich, aber es ist wie ein Wurst. Ich spanne sie ein von hinten. Ihr kennt das Verfahren noch von früher. Und dann geht es darum, dass man dann von diesem Block eine CD-Scheibe runterschneidet. Ihr seht, es ist kein Blut dran, es hat funktioniert. Frisch, täglich frisch, neue Musik auf den Tisch. Ja, wenn das keine Erneuerung ist, also Neuerung. In diesem Sinne wünsche ich euch keine blutigen Finger. Euer Roland Alvis von der Sendung Touché. Bayerische.